Früher wurde in Stellenanzeigen ein Müller mit einem LKW-Führerschein gesucht. Heute ist natürlich die Anforderung da eine ganz andere. Heute geht es nicht mehr darum, den Operator zu haben und die einfachsten Aufgaben zu erfüllen, sondern heute suchen wir wirklich Leute, die den Prozess verstehen, die dieses Denken von Landwirtschaft bis Ernährung verstehen. Saalemühle ist in Mitteldeutschland einem der fruchtbarsten Anbaugebiete für Getreide in Europa. Und die Saalemühle gibt es über 800 Jahre schon. Mahlen beginnt bei uns nicht an der Annahmegosse und endet beim Mähbeladen auf dem LKW, sondern Mahlen beginnt beim Saatgut auf dem Felde und endet in der Verdauung. Wenn man jetzt über diese ganze Wertschöpfungskette denken will, dann braucht es eben eine Schlüsselposition und die sehen wir in dem Müller. Wir müssen als Müller groß denken und eben diese ganze Kette Landwirtschaft, Müllerei, Automatisierung, Bäckerei, Ernährung müssen wir komplett abdecken können und müssen auch immer tiefer in die unternehmerischen Gedanken reingehen, ins betriebswirtschaftliche Denken. Und bei der Müllerei geht es dann bei den heutigen automatisierten Mühlen natürlich bis in die IT rein, also ganz, ganz viel tiefe Details, die man da erleben kann. Also wir sind überzeugt, dass sich auch das klassische Businessmodell von einem Müller verändert. Also der Mühlenmarkt war geprägt von, wie kann man aus dem Weizen die beste Qualität und die beste Ausbeute erwirtschaften. Und heute ist der Müllereibetrieb gezwungen, mit mehreren Rohmaterialien und mit mehreren Endprodukten zu arbeiten. Also die Flexibilität und die Variabilität ist enorm gestiegen. Also zu den höheren Kundenanforderungen kommen dann eben auch solche Themen wie Rückverfolgbarkeit. Und da hilft uns die Digitalisierung enorm, um dann lückenlose Prozesse zu schaffen, die wir nachverfolgen können und dann solche Fragen des Kunden beantworten können. Die technischen Mittel, wo wir einsetzen, erlauben viel autonomeres Betreiben der Mühle. Mit der Idee, dass mit der Digitalisierung wir eine Mühle betreiben können, die permanent höchste Qualität liefert und das so, dass eigentlich die Mühle sich selber optimiert. Aber auf der anderen Seite würde ich sogar sagen, die Ausbildung für die Müller ist wichtiger denn je. Weil bei so einer modernen Mühle einzugreifen, das Steuer in die Hand zu nehmen, braucht es umso mehr Fähigkeit und mehr Kenntnis. Generell ist es so, dass die Leute in den wertschöpfenden Prozessen quasi das Herz des Betriebes sind. Der moderne Müller beinhaltet auch die Qualität, weil die Produktion, das ist die Qualität eines Saalemühlenmehls.